Leute, heute kämpfen wir mal gegen Piraten. Und das sind unsere ersten Gegner. Musketier. Platzieren wir ein paar Stück. Und noch ein paar Maler. Macht mich stolz. Tötet sie. Schießt doch. Jawohl. In die Offensive. Die werden sterben. Wir müssen uns zurückziehen, Leute. Sie kommen. Geh doch weg. Aua. Töte ihn. Oh, ich hab verfehlt. Ich bin so dumm. Come on. Nein, wieso verfehle ich immer? Platzieren wir so richtig viele. Eine Horde von Malern kommt. Enttäuscht mich nicht. Es sieht gut aus. Komm, Maler, zerstört sie. Mit eurem Pinsel. Wir gewinnen. Nice. Let's go. So, was haben wir jetzt? Warte mal. Ich kann hier nichts platzieren. Nur auf mein eigenes Schiff. Wir brauchen ein paar Verteidiger. Denkt ihr, ich kann das schaffen? Greift an. Stürmt sie. Er wird geheilt. Der Ritter. Er macht seinen Alleingang. Sie werden alle richtig zerfetzt. Töte ihn. Ich glaube, er ist tot. What the? Ich kann nur in diesem Kreis platzieren. Was ist denn das für ein komisches Level? Ich habe eine Strategie. Überall Schildmänner. Und ein Affenkönig. Er springt auf sie drauf. Der ist so eine Maschine. Was macht der mit denen? Oh mein Gott. Wir haben verloren? Oh Mann. Wir machen überall 1 gegen 1. Bitte, ihr müsst es schaffen. Du bist der Auserwählte. Nazi alle weg. Nur noch er, oder? Er ist gestorben. Nur noch die beiden. Du musst ihn töten. Nein. Nee, warte mal. Wir haben gewonnen. Er hat ein X. Oh no. Die von der ersten und der letzten Runde kombiniert. Überall Bogenschützen. Zielt und schießt. Nachladen und schießen. Nein, nein, nein. Sie kommen. Tötet sie doch endlich. Es sieht gut aus. Nur noch er hier. Meine Taktik hat funktioniert. Oh mein Gott, was? Einfach in Ketten mit 2 Kanonen. 3 Vogelscheuchen und ein paar Schildträger. Komm, die Raben. Auf die Ketten. Er ist tot. Wie leicht war denn das? Zerstört die Kanone. Nur noch einer hat gelebt. Aber er hat uns zum Sieg verholfen. Jetzt sind sie in der Verteidigung. Aber ich habe eine Idee. Wir locken sie raus. Wir platzieren keine Sachen hier, sondern so. Lockt sie raus. Wie nach Plan. Hier sind so viele Pfeile. Nur diese Kanone nervt mich. Hier muss ausgeschaltet werden. Das ist meine Mission. Töte sie alle. No, er hat mich. Ich lebe noch. Ich habe so wenig HP. Zerstöre die Kanone. Opfer dich. Oh, sie ist tot. Nur noch der hier. Komm, töte sie endlich. Wieso geht's nicht? Och Mann, ich wollte ihn töten. Von 2 Seiten sind Kanonen gerichtet. Und wir sind in der Mitte. Oh no, ich habe eine richtig riskante Strategie. Wir haben in der Mitte 2 Pfeilleute. Und die werden verteidigt von diesen Schildleuten. Schieß die Pfeile. Am besten auf die Kanone. Die Pfeile kommen. Boah, das sieht so geil aus. Aber wo schießen die hin? Seid ihr dumm? Die können nicht zielen. Er schafft's, oder? Kann ich sie töten? Nein, nein, er lebt noch. Mach sie kaputt. Oh, ich habe ein Problem. Ich habe ein richtig großes Problem. Oh, schade. Ein Da Vinci-Panzer mit überall Knüpplern. Greift an. Was passiert? Wo sind die ganzen Krieger hin? Die sind einfach alle schon gestorben. Aber ist ja egal. Oh mein Gott, was? Wir haben noch eine kleine Armee. Greift sie an. Los, Leute. Wir beide. Zerstör die Kanone. Und jetzt nur noch du. Weg mit dir. Bam. Wo ist die letzte Kanone? Oh, da hinten. Männer, wir schaffen das. Der Da Vinci-Panzer ist down. Rauf hier. Come on. Jawohl. Die letzten 3 Krieger. In meinem Kreis sind Gegner drin. Das ist ja voll ungerecht. Aber ich habe eine Idee. Das sind die Gegner. Und das ist meine Strategie. Die Äußeren kümmern sich um die Äußeren und die Inneren in den Inneren. Ihr 4 Ritter tötet die Inneren. Und ihr kümmert euch um die. Die sind direkt down. Let's go. Alter, unsere Strategie ist aufgekommen, Leute. Wir haben ja haushoch gewonnen. Oh nein. In der Mitte ist ein Captain. Was machen wir denn jetzt? Ich versuche das gleiche nochmal. Was? Ach so, das ist unser Captain. Der ist auf unserer Seite. Das ist ja voll easy dann. Spiel den Captain. Wir gehen da rein. Bam. Weg mit euch, ihr kleinen Handlanger. Alter, wir zerfetzen sie so hart. Schießen ab. Boah, der ist ja voll geil, der Captain. Oh, das ist interessant. Jetzt sind wir die Angreifer. Ich habe 4 Pfeilleute platziert. Schieß die Pfeile. Jetzt haben sie einen Captain. Das habe ich nicht mit einberechnet. Schieß ihn ab. Jawohl. Er ist down. Alter, what the? Was ist das? Ah, der lebt auch noch. Nur noch einer lebt. Er wurde richtig zerstört von den Pfeilen. Wir sind zurück in der Steinzeit. Oh mein Gott, jawohl. Piraten. Jetzt können wir sie endlich auswählen und spielen. Steinschlosspistole. Ah, das war der. Espignole. Und das war der hier. Interessant. Wir schaffen ihn doch easy, oder? Ich meine, das sind Steinzeitmenschen. Nein, oder? Wie verlieren wir das? Leute, das ist peinlich. Er schießt ihn doch endlich. Wir verlieren gegen die Steinzeit. Platzieren den Captain ganz hinten. Und noch eine Kanone. Wir spielen den Captain, Leute. Ich habe meinen Freund getötet. Huch, das ignorieren wir mal. Das ist so ein tenses Battle. Bam. Der Captain nutzt alles. Alter, was ist das für eine Map? Hier gibt's Safe Call ein Easter Egg. Hier vielleicht. Kann ich dich einsammeln? Nee, schade. Was ist das? Ist hier was? Nee. Hä? Doch. Geheimnis freigeschaltet. Raptorenreiter. Okay. Nice. Aber zurück zu euch. Wie töten wir die? Harponiere. Nimm ihn mit. Alter, das ist ja so geil. Wir müssen sie ja töten. Greif an. Nein, schade. Piratenkönigin. Die ist sogar noch teurer als der Captain. Aber die wird doch Safe Call sterben, oder? Ich meine gar nichts. Schafft sie das? What the? Was macht die? Die hat die ganze Armee auseinandergenommen. Junge, was ist das für eine Maschine? Ich hab sie ein bisschen unterschätzt. Piraten gegen Bauern. Wir kommen von der Seite. Komm. Steh auf, Alter. Steh auf. Zerfetzt die, Alter. Wir können gar nichts. Wer lebt denn noch? Wo gehst du hin? Ah, da ist der. Easy. Sensenmänner. Gegen. Piratenkönigin und Captain. Und natürlich du. Aber du bist ja egal. Komm, wir schaffen das. Was ist das für ein Getümmel hier? Ein bisschen Ordnung sorgen. Junge, das perfekte Duo. Jetzt sind wir schon im Mittelalter. 3 Kanonen. Schießt. Jawohl. Oh mein Gott. Ihn hat's ein bisschen zerbröselt. Und schießen. Das schaffen wir, oder? Doch nicht. Weich alles aus. Oh
Oh Gott, der Ritter kommt. Ich bin gerettet. Komm, schieß doch auf mich. Ziemlich getroffen. Kanone gegen Archer. Let's go. Nein. Drei Könige. Epischer Kampf. Die Piratenkönige sind so stark, Alter. Die springen in die Luft und zerfetzen alles, was ihnen in den Weg kommt. Da hinten ist ein Gegner. Ausweichen. Alter, der hat mich richtig krass getroffen. Aber ich bin trotzdem nicht tot. Tschüss. Jetzt sind wir im guten alten Rom. Ich werde dich so töten. Kanone und Piratenkönigin. Das schaffen die bestimmt, oder? Enttäusch mich nicht. Alter, die ist so stark. Ich dachte gerade von mir, die stirbt. Aber nein, sie springt in die Luft und tötet einfach alles. Immer wenn man denkt, man verliert, gewinnt man doch. Oh nein, Zeus. Eine Piratenkönigin. Oder noch besser, zwei Stück. In der Mitte gewinnen wir bestimmt. Zeus kann gar nichts gegen die. Eine ist schon tot. Nein, wir haben versagt. Schießkanonen. Haltet sie auf. Sie dürfen nicht zu nahe kommen. Zeus ist tot, oder? Ja, nur noch die Zeitballistas. Und wir haben gewonnen. Was ist das für eine komische Formation? Und hier sind ein paar Eisschützen mit einer Kanone. Und in der Mitte die Piratenkönigin. Ich glaube, es sind zu viele für sie. Nur noch die Bogenschützen leben. Doch wie viel HP hat sie noch? Schafft sie's? Irgendwelche letzten Worte? Nein, töte sie. Oh, yes. So eine Maschine. Jo, was ist das für eine schöne japanische Map? Was ist das für ein Loch da unten? Und warum ist ein Samurai-Schwert? Das kann ich einsammeln. Samurai-Gigant. Danke. Wer seid ihr? Hatten wir die schon mal? Egal. Kanonen. Was war das für ein Kanonenschuss? Das war ja erbärmlich. Hol sie, die Piratenkönigin. Was ist das? Der Affenkönig. Affenkönig oder Piratenkönigin. Beide sind tot, oder? Und schon gewonnen. Du schaffst es bestimmt gegen die. Und ihr müsst das heilige Loch verteidigen. Ich glaube, die sind zu stark. Oh no. Nein, wir fallen runter. Wir haben es versucht, Leute. Leute, das war's mit diesem Video. Rechts ist ein weiteres Tabs-Video. Dort haben wir ein Portal zum Himmel geöffnet. Aber ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Euer McQuid. Tschüss.